Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind im Craft Cup Number 10 der European Season und das ist Match Nummer 2 zwischen dem türkisen Zerg Kuba und dem roten Protoss Chobo. Und damit haben wir gesehen, dass Chobo sich im Match Nummer 1 erfolgreich auf Metallopolis durchsetzen konnte und wir spielen jetzt hier Scrap Station. Es ist Match Nummer 2 und Chobo fehlt somit noch ein Sieg, um hier in Semifinal sich durchzusetzen. Und Kuba fragt hier gerade, ob ein Stream gibt. Ich denke, es ist Französisch. Ich spreche leider kein Französisch in dem Fall. Vielleicht könnt ihr es mir... Und er schreibt Hola. Ich denke mal, es heißt... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Aber auch egal. Okay. Gut. Lassen wir es einfach. Scrap Station, eine One-on-One-Player-Map und wir sehen hier auf jeden Fall wieder, dass beide erstmal einen Standardaufbau hinlegen. Ich wollte noch dazu sagen, also wir haben sehr gut gesehen, wie Chobo im Match Nummer 1 trotzdem Harassment durch den Zerg-Spieler geschafft hat, den Spieß umzudrehen, um sich dann aus dieser Defensivposition in die Angriffsposition zu versetzen und hat dann somit den Gegner komplett vernichtet, kann man sagen. Und obwohl wirklich Kuba eine Zeit lang im Incam und vor allem auch in der Army Size ein Vorteil war, hat er es nicht geschafft, den Gegner zu vernichten. Spawning Pool jetzt hier auf dem Weg. Wieder 13er oder 14er Pool und das Gateway genauso wie der Assimilator wird zeitgleich gepusht. Ich denke, wenn das Gateway fertig ist, dann wird sofort der Assimilator vorkommen. Probe hier auf dem Weg, um zu checken, ob hier eine Early Expansion auf dem Weg ist. Und bin sehr gespannt, wie es machen wird, ob er vielleicht sogar hier einen Pylon hinsetzt. Das wird sehr gerne gemacht von den Protoss-Spielern, um hier einfach die Expansion zu delayen. Hat man sehr oft schon gesehen und wird auch sehr gerne gespielt. Spawning Pool ist fertig und wir sehen auch hier, der Overlord ist in der Main Base und kann scouten. Probe weiterhin hier am Durchscouten, um zu sehen, was der Gegner gerade treibt. Bisher weiterhin keine Early Expansion und die Probe. Was macht sie? Wird Chobo sie abziehen? Es sieht so aus. Zerglinge sind auf dem Spielfeld und ich denke, die Probe wird es eventuell mit Ach und Krach schaffen, hier von den Zerglingen zu entkommen. Muss aber nicht sein, die könnte auch... Nee, die Zerglinge halten ab und sagen sich, ach, leck mich. Cybernetics Core ist fertig, sicherlich wird jetzt der Warp Gate Technology sogar gechrono-boosted. Sollte eigentlich gleich der Boost kommen. Oder auch nicht. Boost hier auf die Stalker scheinbar, auf die Worker. Und dieser muss sich verziehen. Probe gelangt noch durch. Und da kommen die einzelnen Zerglinge und haben eigentlich gegen einen einzigen Zealot keine Chance. Jetzt versuchen hier die Einheiten auf jeden Fall den Pylon zu harassen. Das ist ein guter Trick, um den Zealot von der Line zu ziehen. Versuch's auch, aber die Sentry wird gleich fertig sein und dann hat sie keine Chance. Die Probe ist dazu da, um auf jeden Fall die Line zu blocken. Dafür ist die Probe jetzt hier sehr gut geeignet. Mehr braucht er nicht. Pylonen leicht angeschlagen, aber natürlich noch nicht im kritischen Bereich. Natural Expansion so gut wie fertiggestellt. Jetzt kommt die Queen von Kuba und versucht natürlich diese auch zu versorgen mit Larven und ähnlichem. Immer noch kein Metabolinschub und erneut erstmal der Tag auf Tag 2. Und damit möchte ich natürlich erstmal wieder einen Roaches oder Hydrolisten bauen. Sehr, sehr typischer Aufbau für Kuba. Jetzt der Chronoboost auf, die Gateway, Warpgate Technology und wir sehen, drei Gateways sind fertig und die Warpgate Technology ist so gut wie fertiggestellt. Probe gelangt durch und könnte jetzt hier eine Expansion bauen. Mineralien wären genug da und da ist sie. Jetzt hier schön der Creep Tumor von Seiten von Kuba, der versucht jetzt hier natürlich die beiden Bases zu verbinden. Und dieser Spinecrawler ist essentiell. Er schützt sowohl die Main Base hier vorne als auch die Natural Expansion. Und damit sind ist diese Position sehr, sehr gut geeignet, um beide einzelnen Stränge abzusichern. Jetzt hier die beiden, die Sentries und die Zealots sind auf dem Weg. Versuchen eventuell sogar einen Move out, bin mir nicht sicher. Und wir sind hier ähnlich im Bild. Also jetzt kommt die Forge. Es werden sicherlich hier dann ein, zwei Photon Cannons gesetzt, um natürlich sich zu sichern. Und
Wir sehen jetzt keine Roaches, sondern wir sehen Hydralisten, also Hydralis, denn auf dem Weg eventuell vermutet jetzt also unser Freund Kuba ein wenig Air Harassment und er hat den Overlord in einer guten Position, um hier zu scouten. Er kann auf jeden Fall direkt rein. Aber spielt erstmal ein bisschen passiv. Fünf Hydralisten jetzt auf dem Weg, Spinecrawler werden nach vorne verzogen und der Creep Tumor wird weitergesetzt, um hier möglichst mehr View zu halten. Jetzt kommt der Push. Creep Tumor ist down. Und damit bleibt erstmal der Creep so weit. Und jetzt kommt die, werden die Backdoor Rocks angegriffen von dem Gegner. Und er muss jetzt auf jeden Fall hier einen Spinecrawler verschieben. Macht das sehr, sehr gut. Und wir sehen auf jeden Fall, wie es hier unser Freund, der Spinecrawler, sich hinsetzt. Ground Weapons Level 1 wieder auf dem Weg, also früher Attack erneut für Turbo und wir sehen, Hydralisten werden gepusht, aber bisher kein Upgrade, die Grooved Spines bisher nicht und Hydralisten sind sehr, sehr gasintensiv, wir haben jetzt Infestation Pit und es könnte sein, dass wir dadurch relativ schnell auf Ultralisten gehen, dass wir früh diese Einheit auf dem Spielfeld sehen und jetzt sehen wir, dass unser Freund Turbo hier versucht, die Abkürzung zwischen diesen beiden hier zu frei zu machen, aber er hat bisher nur 500 HP von den Steinen vernichtet. Ansonsten bisher relativ ruhiger Aufbau. Es kommt mir vor wie so ein leichtes Abtasten zwischen beiden Spielern. Beide wollen noch nicht so richtig reinpushen, warten erstmal ab, wie es bisher läuft. Und ich warte auch erstmal wirklich, bis hier ein grober Push kommt. Ein weiteres Gateway auf dem Weg plus die Robotic Facility, die hier gebaut wird und Infestation Try Evolution Chamber hier auf dem Weg und wir sehen, dass der Hive gerade jetzt reingemocht wird. Erneuter Push hier auf die Destructible Rocks und wir sehen Ground Armor Level 1 und Melee Attacks kriegt ein Upgrade, genauso wie der Metabolin Schub und ich denke, dazu kommt noch genau Ground Carapace, also Bodenpanzerung Level 1. Sehr, sehr schön ist hier, beide tacken auf jeden Fall ihre Einheiten und da sieht man auch jetzt hier, jetzt kommen die Einheiten, der erste Observer ist da und ich denke, Kuba weiß bereits von seinem Glück. Kann er es sehen? Ja, er kann es sehen und er weiß somit auch, dass der Gegner irgendwo hier versucht durchzukommen. Die Overlords spreaden sehr, sehr schön hier den Creep, um permanent diesen hier aufrecht zu erhalten. Er wäre eigentlich gar nicht nötig, glaube ich, in diesem Fall, aber okay. Metabolinschub so gut wie fertiggestellt und wir haben eine weitere Base, hier vorne ist sie, Hive ist auch gleich fertig und wir sehen ein weiteres Gateway, was kommt und wir sehen, ist das Robotics Bay. Sehr, sehr schön. Robotics Bay spricht dafür, eventuell sehen wir jetzt gleich Kolosse auf dem Spielfeld und das würde gut gegen Hydralisten passen, die haben relativ wenig Leben, nämlich nur 80 im Gegensatz zu den Roaches, die 120 haben und das Grooved Spines Upgrade ist, glaube ich, noch nicht durch. Nein, er könnte es machen und damit die Reichweite der Hydralisten von 5 auf 6 erhöhen. Hätten allerdings immer noch eins weniger als die Kolosse. Und da kommt der erste Koloss. Ground Armor Level 1 ist fertig. Und wir sehen auch, die Zerg Upgrades sind auch bereits fertig. Und wir sehen es hier, meine Güte, Ultralist Cavern erneut auf dem Weg. Und Kuba versucht scheinbar hier mit schierer Gewalt, mit diesen großen Einheiten auf jeden Fall durchzupushen. Thermal Lance Upgrade kommt jetzt und ich bin mir nicht sicher. Ich denke, ihr könnt schaffen, einige Roach, einige Ultras auf jeden Fall rauszupushen. Drei sind auf dem Weg und wir sehen auch hier Ressourcen gerade auf Minimum. Diese brauchen sehr, sehr viel. Hier Proxy Pylon wird vernichtet. Sehr, sehr schön. Und Thermal Lance Upgrade kommt. Zwei weitere Kolosse werden gebaut und wir sehen jetzt hier. Jetzt haben die Kolosse eine Range von 6. Mit dem Upgrade haben sie, glaube ich, von 7. Und dann kommt Chitinous Platinum, was den einzelnen Ultralisten nochmal 2 Bonusrüstungen gibt. Und damit sind sie natürlich noch schwerer zu knacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir sehen weitere Zerglinge und Ultralisten, die jetzt hier auf die über die Karte laufen. Und dort kommen, glaube ich, die ersten an. Wo sind die ersten Ultralisten? 4 sind im Bau. Ah, da kommen die ersten. Und die sind so groß. Jetzt haben sie allein schon 17 Schaden. Und wir sehen auch jetzt hier Armor bereits Level 2. Chitinous Platinum wird nochmal 2 dazugeben. Sehr, sehr gut ist hier auf jeden Fall der Push. Kommt jetzt von dem Protoss-Spieler und er versucht jetzt natürlich hier reinzukommen. Und schafft er es?
Bin nicht ganz sicher. Jetzt kommt auf jeden Fall der Push. Und die Mars Circling Force gelangen rein, aber die, die einzelnen Kolosse mit dieser großen Range und Splash Damage ziehen natürlich alle einzelnen Circlings raus. Gute Force Fields. Die einzelnen Ultralisten fallen relativ schnell. Und wir haben weiteren drei Kolosse auf dem Spiel. Diese micromanagen perfekt. Kein Group Spice Upgrade immer noch für die Hydralisten. Und ich denke, das war's eigentlich. Hat einen Großteil, eigentlich den Hauptteil der Armee vernichtet. Drei Hydralisten und ein einziger Ultralist sind noch am Leben. Ein weiterer wird gerade gemorpht und nur Zerglinge. Und die Zerglinge haben eigentlich keine Chance gegen diese vernichtenden Waffen der Thermalands. Und wir haben jetzt hier einen neuen Nexus, der dabei ist, aufgebaut zu werden. Weitere Kolosse sind dabei, auch noch jetzt zu kommen. Fountain Cannons zur Verstärkung. Wir sehen hier Ground Carapace und Melee Attacks Level 2. Aber sehr, sehr übelst hier. Weitere 6 Spinecrawler und weitere 3 Spinecrawler. Aber ich denke, dieser wird auf jeden Fall fallen. Ein bisschen Missmanagement. Diese beiden werden auch gekillt. Dieser wird auch fallen. Also nur ein einziger Spinecrawler. Er kann einmal schießen, er kann zweimal schießen und das war's. Und damit wird auf jeden Fall die Expansion hier fallen. Jetzt kommt der Push von den Ultralisten. 2 sind auf dem Spielfeld. Können nicht mehr allzu viel ausrichten. Hier vorne ist bereits down. Die Zealots hier werden eigentlich nicht vernichtet. Und die einzelnen Zerglinge, die versucht haben zu pushen, wurden auch direkt von den Thermalances der Kolosse gekillt. Sehr gutes Spiel von Chobo, der auf jeden Fall auch die komplette Base versucht hat auszurotten. Hat sehr viele einzelne Einheiten vernichtet. Yunus Lost steigt also jetzt hier Kuba auf jeden Fall hinten ran mit 8900, 9000 Mineralien. Doppelt so viel Mineralien verloren und die jetzt der Ultralist vollkommen missklickt gerade, hat überhaupt keine Chance noch irgendwas zu machen. 2 weitere noch auf dem Spielfeld und versuchen natürlich jetzt hier durchzugelangen. Upgrades sind gleich fertig, da kommt der Push auf die Natural Expansion, er darf sie nicht verlieren. Jetzt sind die Ultralisten da, 3 sind dabei anzugreifen, schön der Splash Damage zu verteilen, viele Einheiten, aber Kuba schreibt GG, denn es ist zu viel, was gerade auf seine Base gelaufen kommt und damit hat er verloren. Damit ist Kuba im Quarterfinal raus und damit haben wir schon die erste Überraschung, Chobo ist im Halbfinale. Meine Güte, wie schnell das doch heute wieder geht und sehr, sehr gut gespielt und ich bin sehr gespannt, wie Chobo weiterhin durch dieses Turnier gehen wird und ob er schafft, sich im Halbfinale durchzusetzen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an diesem Matchup und wir sehen uns im anderen Matchup wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.